Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play FeeZBeast Infinity Wolf Skyblock Expert Mode. Heute immer noch mit mir alleine, da wir zu blöd sind, den Rechner aufzubauen und uns auch ein bisschen die Motivation jetzt am Wochenende gefehlt hat, aber das ist eine andere Geschichte. Jenny wird hoffentlich im Laufe der Woche jetzt wieder mit dazukommen. Also, ich habe hier das Problem mit den Crafting-CPUs oder wie auch immer man die Dinger jetzt nennen will, Prozessor, Storage oder was auch immer, gelöst. Ich habe keine Ahnung, woran das lag. Ich habe versucht, die ganzen Kabel hier alle abzureißen, an dem Kabel hier mit anzuschließen. Das hat alles nichts geholfen. Schlussendlich habe ich dann einfach die weißen Kabel hier, also die Tunnel, alle einmal abgerissen, alle neu verkabelt. Und jetzt geht's wieder. Also war wahrscheinlich irgendwie ein ME-Bug. Dann ist mir jetzt eben zum zweiten Mal die Aufnahme wieder abgekackt. Dementsprechend habe ich jetzt ein bisschen was schon gemacht. Ich hatte auch ein bisschen was im Inventar und ja, die aufmerksam sind, sehen, dass hier ein bisschen was abgerissen ist. Ich wollte nämlich gerne diese Anlage hier neu verkabeln, da ich mir angeguckt habe, wie ich die Earth Shards bekomme, beziehungsweise das Gras automatisiert. Und habe mit der Axt, die noch immer, die aktiviert war, die wollte ich hier Barrels abreißen. Und naja. Mir sind die ganzen Barrels abgerissen. Wir haben das meiste Zeug davon im ME-System, aber ja, ist jetzt alles mehr oder weniger Schrott, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, scheiß drauf, dann lässt es einfach erstmal im ME-System und das muss dann nachher hier wieder rein. Müssen wir gleich mal gucken, was wir da drin hatten, aber das ist, glaube ich, das geringere Problem. Denn meine Idee war, dass wir zwei verschiedene Kabelfarben nehmen. Und zwar braun und blau, da wir das in großen Mengen haben. Und wir verkabeln die Dinger hier durchgehend, also ohne dass hier immer diese Lücken sind. Und den Controller wollte ich auch noch ein bisschen nach unten packen, aber das können wir uns gleich dann mal angucken. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein paar Drawer wieder aufstellen. Ich glaube, die waren alle schon angeschlossen, oder? Genau, das waren die. Das heißt, da muss ich jetzt eigentlich nichts weiter machen. Ich muss nur gucken. Ne, ich muss es eigentlich jetzt richtig einsortieren. Also, das heißt, das waren die, die, die und die hier. Ne. Die hier waren das. In welcher Reihenfolge? So. Das heißt, das Ding, das Ding, das Ding, das Ding. Gut. Dann brauchen wir... Ne, hatten wir hier noch die drei Sachen. Und zwar war das Stein, Glas und... Was war das dritte? Soul Sand. Warum auch immer. Ich bin gerade am Überlegen, warum ich das auch immer noch hier lagere. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Dann war Glas unten oder Stein? Stein. Dann Sand, Soul Sand. Dann möchte ich gerne... Jenny hat scheinbar unsere Dolly irgendwo im Inventar. Und die hört wahrscheinlich jetzt ganz gekonnt nicht hin. Und sie lacht im Hintergrund, also hört sie zu. Jetzt mal ernsthaft, wo ist unsere Dolly? Ich habe jetzt keinen Bock, die zu bauen. Ja, gut. Ich habe gerade im Hintergrund gehört, dass sie wirklich bei ihrem Inventar ist. Und sie knarzt schon wieder. Schlimm sowas. Das heißt, wir brauchen Packing Tape. 1, 2, 3. Zack, einmal das. Das können wir dann eigentlich hier unten hinstellen. Na, komm her. Einmal das. Jetzt. Ja, ich glaube, der Server laggt noch so ein bisschen. Mist. Von der Aktion, die ich hier gemacht habe. Weil wenn mal eben so ein paar tausende Items runterdroppen, meistens macht der Server das nicht unbedingt mit. Ist aber auch nur eine reine Vermutung. So. Das heißt, Schnee, Eis, dat. Schnee, Crafting, Only Crafting, das Crafting und ganz oben habe ich Eis plus die Crafting Card. Gut. Ja, das ist richtig. Dann brauchen wir jetzt hier noch ein paar Drawer. So.
Natürlich schließe ich die jetzt gleich auch alle noch. Die hier räume ich jetzt nicht alle weg, weil ich glaube, die sind sogar... Ne, die sind nicht richtig angeschlossen, weil hier kommen jetzt gleich braune Kabel hin. Aber okay, das gucken wir jetzt gleich mal. Erstmal kommen hier die Kabel weg. Und ich würde sagen, ich schließe das jetzt unten nochmal an alles. Also, wir brauchen jetzt braune Kabel. Und zwar die vier. Kommen hier drüber, kommen jetzt auch Drawer hin. Dann sieht das Bild wenigstens komplett aus. Dann kommen hier braune hin. Hier kommen noch blaue hoch. Dann kommen hier blaue. Und hier kommen noch wieder braune hin. So, jetzt sollte es richtig sein, immer abwechselnd. Genau. Und ich wollte quasi... Ne, ich wollte hier in der Mitte einmal eine Spur freilassen. Diese hier. Weil hier soll dann nämlich das schwarze Kabel hin, plus das Interface. Oder hier soll schwarze Kabel hin. Hier sollen schwarze Kabel hin? Ne, hier sollen schwarze Kabel hin. So war das. Ist das richtig? Aber damit es symmetrisch aussieht, mache ich hier doch braune hin. So. Dann müssen wir einmal von hier unten neu verkabeln. Beziehungsweise die schwarzen habe ich jetzt nicht mehr dabei. Ich habe mir auch extra ein paar schwarze Smart Cables gemacht. Damit man die hier richtig schön auch unterscheiden kann. Da kommt der Controller wieder hin. Ich muss mal gucken, wie ich das Schwarze jetzt gleich anschließe. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das ist falsch. Wie auch immer der jetzt da so rumgedreht wurde. So rum möchte ich ihn haben mit einem Interface. Ne, Storage Bus, nicht Interface. Da. Ich bin jetzt auch schon wieder 6 Minuten dabei. Ich hätte es eben nie im Leben in der Zeit geschafft. Ja gut, dann muss die Automatisierung noch ein bisschen warten. Wir wollen natürlich auch ein bisschen das sauber alles haben. Das ist ja so ein bisschen mein Anspruch. Das heißt, hier kommt noch wieder ein Loch hin, dann kommt es da runter. Genau. Also, so. So. Und die blauen. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hier unten verkabeln. Die eine Idee, die ich hatte, war, dass wir das blaue Kabel hinten lang laufen lassen. So. Natürlich muss das hier dann noch zugemauert werden, aber das darf Jenny dann machen, wenn sie wieder mit dabei ist. Und ja, ich verteile schon wieder Aufgaben an sie. Hehe. Und das andere hier vorlang legen. Ich glaube, so sieht das gar nicht mal so schlecht aus. So. Ja, das gefällt mir ehrlich gesagt, so wie das aussieht. Ja, das gefällt mir. So, dann sollten jetzt hier eigentlich 16 von den braunen, 14 genau, und 11 von den blauen. Wie komme ich hier auf 11? Achso, wir haben hier noch nirgends Exportbusse. Deswegen. Ja, gut. Dann wollte ich nämlich die Shards, wollte ich hier aufstellen, diese 6 Stück. Ja. Machen wir so. Ne, jetzt fehlt noch das schwarze Kabel. Das muss jetzt natürlich auch noch irgendwie angeschlossen werden. Oder ich leite da einfach ein blaues Kabel runter. Ja, komm. Dann kommt hier jetzt ein blaues Kabel runter. Müssen wir nur gucken, dass blau natürlich die 5 Channel noch frei hat. So. Erstmal geht das jetzt so, dann machen wir uns dann Gedanken darüber. Und an für sich sollte es jetzt wieder machbar sein. Ja, jetzt werden wahrscheinlich Crafting-Rezepte ohne Ende angefordert sein. Genau. Aber wenn wir jetzt die Festplatten entleeren,
sollte es eigentlich keine Probleme mehr geben. Gut, vielleicht hätte ich erst die einen entleeren sollen, dann die anderen. Weil an für sich sind die ganzen Barrels ja voll. Die brauchen jetzt ja nur so viel Zeug, weil das halt alles nicht im System ist. Oder in den Drawern halt. Und deswegen wird das natürlich angefordert. Aber eigentlich sollte es klappen, dass wir es jetzt so machen, dass die Rezepte theoretisch alle abgebrochen werden. Oder halt durchlaufen und nicht neu angefordert werden zumindest. Genau. So. Genau, keine Jobs mehr active. Weil wir jetzt natürlich auch ein bisschen Zeug reinbekommen haben. Gut, das heißt, dass... Scheiße. Gut, da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht, dass ich die auch erst abschließen sollte. Shit. Also, alle einmal leer räumen, die falsch sind. Was? Boah, Mann, haben wir viel von dem Zeug bekommen gerade. Was? Warum? Och, nö. Scheiße. Warte. Ich brauche den Key wieder und das braune Kabel, weil ich darf jetzt den ganzen Quatsch hier leer machen. Boah, wie viel ist denn das? Du willst mich verarschen. Die sind alle voll mit Glas? Das gibt's nicht. Gut. Wie kriege ich das am schnellsten leer? Abreißen. Ja. Ich hoffe mal, dass 2048 Glas jetzt, oder wie viel Glas auch immer das jetzt alles sein wird, nicht so viel ausmachen wird. Also, dem Server. Mir selber macht es nichts aus, wenn es weg ist. Na. Aber ich habe jetzt keinen Bock, das alles einzeln wieder abzureißen. Weil ich mal wieder so intelligent war und nicht die Drawer gelockt habe. Ich glaube, das ist mir schon mal passiert in dem Projekt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, so einen blöden Flüchtigkeitsfehler habe ich schon mal hier gemacht. Oder ob das eins der anderen Projekte war. Das kann mittlerweile auch sein. Weil ich zu viele gleichzeitig mache. Gut. Dann. Einmal wieder... alle Drawer hin. Dann. Ne? Was hast du? Sind jetzt alle verschlossen oder? Ja, jetzt sind sie alle verschlossen. Dann kann ich sie jetzt unten wieder anschließen. Und dann kann der ganze Spaß nochmal entleert werden. Und dann haben wir auch gleich die Zeit rum. Geil! Also, wir haben 6 Shards, dann mache ich das vielleicht vorher mal. Ich habe keine Ahnung, in welche Reihenfolge ich die eigentlich reinbauen muss. Dann Export. Ne, das ist Capacity, das ist Crafting. Machen wir nochmal 100 Crafting Cards. Ja. Dann Shard. Es ist... gelb, dann rot und blau, dann theoretisch Erde, das wäre dann der hier unten und dann die beiden. So, das heißt, ich brauche meinen Wrench wieder. Ich habe nämlich mehr oder weniger durch Zufall rausgefunden, dass man das auch so machen kann. Also mit dem Wrench abreißen und nicht immer das ganze Kabel wegreißen muss. Was die Arbeit ein bisschen erleichtert meistens. So. Warte. Hier muss der natürlich rein. Und hier muss der rein. Jetzt werden wahrscheinlich schon wieder Crafting-Rezepte angeschmissen, oder?
Na. Jetzt die Frage, warum werden keine Crafting-Rezepte angeschmissen? Hey. Das Braun ist doch... Ach. Shit. Ich habe die Shards falsch eingestellt. Intelligenzbolzen mal wieder am Werk. Ah, Mann. Die müssen natürlich hier weg. Und die müssen hier ran. Also Air. Dann Fire. Und oben Water. Hier darf nichts drin sein. Hier muss dann Order. Genau. Und hier muss Entropy rein. Jetzt wurden sie gestartet. Zumindest die Feuerdinger. Gut, dann kann ich jetzt nochmal schnell die Festplatten leer machen. Und dann habe ich diese Folge mal wieder nichts geschafft. Geil! Ich verstehe es nicht, warum ich so unproduktiv momentan bin. Das ist schlimm. Ja, ich weiß, jede Menge Glas. Ich hoffe nur... Warte mal, geht das Glas gar nicht hier rein? Nein. Storage. Nee, wie heißen die denn noch? Hä? Oder sind die gerade noch gar nicht im System wieder? Upgrade? Ah, hier sind sie. Also, für die hatte ich volle Upgrades. Für die hatte ich volle Upgrades. Ja. So. Werdet ihr denn jetzt wieder ins System reingehen, meine Lieben? Oder immer noch nicht? Was ich irgendwie befürchte. So, Steine sind jetzt hier drin. Ja. Gut. Dann ist das System jetzt wenigstens nicht mehr komplett überfüllt. Nur noch halb. Okay. Dann sollten jetzt auch stückweise... Genau, da ist ein Water Shard. Da ist ein Air Shard gewesen gerade. Ja, also die fordern jetzt irgendwas an. Keine Ahnung. Was machst denn du hier? Ich glaube, ich sollte lieber mal Fackeln aufstellen. So. Und ja, das sind jetzt 18 Minuten, wo ich im Prinzip kaum was mache. So. Okay. Aber eigentlich sollte es jetzt klappen, dass er die jetzt stückweise anfordert. Man hat nichts gehört. Jetzt die Frage, macht er das oder macht er das nicht? Da war gerade Feuer bei, dann fordert er an 60 Stellen wieder Sand an. Was ich immer noch nicht verstehe, warum? Also... Ja, gut, wird schon passen. Ich muss das mal angucken. Und übrigens, die Dayblumen, die gehen scheinbar immer wieder kaputt. Das heißt, wir müssen uns da nächstes Mal auch nochmal was überlegen, sobald wir ein bisschen mehr Mana brauchen. Aber ich würde erstmal sagen, wir haben heute nicht viel geschafft, aber wir haben was Wichtiges geschafft. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.